Herzlich willkommen zu einem neuen Lernvideo. Da ihr jetzt ja mittlerweile bereits wisst, wie man Extreme berechnet, wie man Wendestellen berechnet, wie man die Monotonie einer Funktion feststellt, wo sie welches Krümmungsverhalten hat, wollen wir uns heute ein Beispiel anschauen, wo wir all diese Dinge anwenden und eine Funktion einfach auf Wendestellen, Extreme etc. untersuchen. Diese Funktion, welche wir untersuchen wollen, lautet x hoch 3 minus 12x plus 8. Fangen wir an. Bilden wir zu Beginn einmal alle notwendigen Ableitungen. Wir benötigen drei Ableitungen. Für die erste Ableitung wissen wir ja bereits, sagt uns, wie stark, wo, welche Funktion an einer bestimmten Stelle steigt. Also, die erste Ableitung lautet x hoch 3 abgeleitet, ist nichts anderes als 3x² minus 12, die 8 fällt weg, weil sie eine Konstante ist. Die zweite Ableitung lautet 6x, der 12er fällt weg. Und die dritte Ableitung lautet so dann einfach 6. Gut, zu Beginn würde ich mal sagen, schauen wir mal, wo potenzielle Extreme liegen können. Das heißt, wir setzen f' von x 0, beziehungsweise schauen, für welches x f' von x gleich 0 ist. Wenden wir dazu einfach die Lösungsformel an, beziehungsweise brauchen wir gar keine Lösungsformel, schreiben wir einfach f' von x um. Wir wissen ja, wir wollen haben, dass 3x² minus 12 gleich 0 ist. Wir haben da nichts anderes als 3x² 12. Wir dividieren das Ganze durch 3 und haben dann x² ist gleich 4. Also, daraus müssen wir dann noch die Wurzel ziehen. Und im Endeffekt erhalten wir dann zwei Lösungen. x1 ist 2, x2 ist minus 2. Die Wurzel dafür ist nichts anderes als plus minus 2. So, nochmal zur Erinnerung. Wurzel dafür ist plus minus 2. Gut, damit hätten wir zwei potenzielle Extreme gefunden, mit x1 ist gleich 2 und x2 ist gleich minus 2. Wie ihr vielleicht noch erinnern könnt, müssen wir jetzt noch einen weiteren Schritt gehen, um feststellen zu können, ob das tatsächlich Extreme sind. Wir haben dabei zwei Möglichkeiten. Entweder setzen wir unsere Zahlen in die zweite Ableitung ein, schauen wir mal grundsätzlich, ob es ungleich 0 ist, damit es auch wirklich ein Extreme ist, und können gleichzeitig feststellen, ob es sich nun um einen Hoch- oder ob es sich nun um einen Tiefpunkt handelt. Oder eben, wir schauen, welchen Übergang der Monotonie wir in diesem Punkt haben, beziehungsweise ob wir überhaupt einen Übergang der Monotonie haben. Wir wählen jetzt die Vorgehensweise mit dem Übergang der Monotonie, da wir auch feststellen wollen, wo die Funktion welches Monotonieverhalten aufweist. Wie wir ja schon gelernt haben, müssen wir uns das Monotonieverhalten um die Extreme herum anschauen. Schauen wir uns also mal das Monotonieverhalten um unsere Stelle minus 2 herum. Also ist minus 2 mal eine potenzielle Extremstelle und wir suchen nach einem Punkt links von minus 2. Schreiben wir uns wieder, wie wir gelernt haben, unsere Intervalle auf. Wir betrachten das Intervall unendlich bis minus 2. Wir betrachten das Intervall von minus 2 bis 2. Und wir betrachten das Intervall von 2 bis unendlich. Wir setzen nun eine Zahl aus dem Inneren unseres ersten Intervalls ein. Wählen wir die minus 3. Also schauen wir, was f' von minus 3 ergibt. f' von minus 3 ist nichts anderes als, hier vielleicht noch einmal zur Veranschaulichung die Ableitung, f' von x ist nichts anderes als 3x² minus 12. Wenn wir jetzt hier unsere minus 3 einsetzen, dann haben wir nichts anderes als minus 3 zum Quadrat. Minus 3 zum Quadrat ist 9. 9 mal 3 ist 27. Minus 12 ist 15. Also haben wir eine Zahl größer als 0. Was damit bedeutet, dass unsere Funktion
im ersten Intervall, im ersten Bereich streng monoton steigend ist. Schauen wir uns nun unser zweites Intervall an, wie die Funktion sich in jenem verhält. In jenem Intervall setzen wir wieder eine Zahl aus einem Intervall ein. Wir wählen jetzt hier die 0. F' von 0 ist nichts anderes als minus 12, was für uns bedeutet, dass die Funktion in jenem Bereich streng monoton fallend ist. Kommen wir zu unserem letzten Teilintervall. Bei unserem letzten Teilintervall wählen wir wieder eine Zahl aus dem Inneren dieses Intervalls. Wir wählen hier wiederum die 3, beziehungsweise dieses Mal wählen wir die 3 und nicht die minus 3. Aber ihr werdet sehen, es kommt im Endeffekt wieder das gleiche raus, nämlich 15. Was größer als 0 ist, ist kleiner als 0 nochmal zur Erinnerung, was größer als 0 ist und damit bedeutet, dass die Funktion in jenem Bereich streng monoton steigend ist. Damit hätten wir mal das Monotonieverhalten der Funktion in den einzelnen Bereichen überprüft. Was uns jetzt noch fehlt, beziehungsweise uns fehlt ja noch mehr, das Monotonieverhalten haben wir mal den ersten Punkt. Als nächstes kommen wir nochmal zu unseren Extremen zurück. Wir haben als Extrema, also als potenzielle Extrema momentan noch 2 und minus 2 gefunden. Wir haben ja auch gelernt, dass ein Übergang der Monotonie bedeutet, dass in jedem Punkt ein Extrema vorliegt. Wir sehen schon mal, dass bei minus 2 ein Übergang der Monotonie vorliegt. Und zwar von streng monoton steigend zu streng monoton fallend. Wenn unsere Funktion von streng monoton steigend zu streng monoton fallend übergeht, bedeutet das für uns, dass hier ein Hochpunkt vorliegt. Ihr müsst euch nur vorstellen, zuerst steigt die Funktion und dann fällt sie wieder. Das bedeutet, dass wir hier einen Hochpunkt haben. Also haben wir einen Hochpunkt H bei minus 2 gefunden. Wir brauchen auch noch unsere y-Koordinate für den Punkt. Und unsere y-Koordinate kriegen wir, indem wir minus 2 in unser f einsetzen. Und wenn wir minus 2 in unser f einsetzen, erhalten wir 24. Also haben wir bei einem Hochpunkt bei minus 2 24 gefunden. Ein nächstes potenzielles Extrema liegt bei 2 vor. Wir sehen schon, wir haben einen Übergang von monoton fallend zu monoton steigend. Das heißt, es sieht jetzt mal circa so aus. Sprich, wir haben einen Tiefpunkt gefunden. Bezeichnen wir den Punkt also mit T. Das heißt, bei 2 und brauchen wir unser y. Wir setzen dieses Mal unsere 2 in die Funktion ein. Und wenn wir unsere 2 in die Funktion einsetzen, erhalten wir minus 8. Also haben wir einen Hochpunkt bei minus 2, 24 und einen Tiefpunkt bei 2, minus 8. Unser Monotonieverhalten haben wir auch schon festgestellt. Was wird unser nächster Schritt sein? Unser nächster Schritt wird es einfach mal sein, nach Wendestellen zu suchen. Wir wissen ja, für eine Wendestelle muss man grundsätzlich gelten, dass f' von x gleich 0 ist. f' von x war nichts anderes als 6x, also 6x gleich 0, was wiederum bedeutet, dass x gleich 0 ist. Also haben wir bei x gleich 0 eine potenzielle Wendestelle. Wir wissen aber noch nicht sicher, ob es sich um eine Wendestelle handelt. Damit ihr sicher gehen könnt, dass eine Wendestelle vorliegt, muss x gleich 0, also unsere Wendestelle, in die dritte Funktion, also in die dritte Ableitung eingesetzt, ungleich 0 sein. Unsere dritte Ableitung, f' von x, ist gleich 6. Also wenn wir in f' die 0 einsetzen, ist dies gleich 6, was ungleich 0 ist, was wiederum bedeutet, dass bei x gleich 0 eine Wendestelle vorliegt,
Wir gehen wiederum den Punkt an, bezeichnen ihn mit w. Das heißt, bei 0 setzen wir 0 in unsere Funktion ein, ergibt es 8. Das heißt, bei 0, 8 liegt eine Wendestelle vor. Gut, das Letzte, was uns noch fehlt, ist, dass wir uns anschauen, wo die Funktion welches Krümmungsverhalten hat. Dazu müssen wir wiederum unsere Wendestelle hernehmen, mit x ist 0, und wieder unsere Intervalle anschauen. Wir haben also ein Intervall von minus unendlich bis zu 0, so ähnlich eben schon bei der Monotonie, und von 0 bis plus unendlich. Schauen wir uns das Ganze wieder an. Ähnlich wie schon bei der Monotonie setzen wir wiederum eine Zahl aus dem Inneren des Intervalles ein, dieses Mal allerdings in die zweite Ableitung. Noch einmal zur Erinnerung, die zweite Ableitung ist einfach 6x, sprich also aus dem ersten Intervall wählen wir eine Zahl, diese wäre einfach die minus 1, f' von minus 1 ist nichts anderes als minus 6. Minus 6 ist nun kleiner als 0 und da die Funktion klein, also dass da die Ableitung kleiner als 0 ist, die zweite, ist unsere Funktion rechts gekrümmt. Nochmal zur Erinnerung, wir können das auch als negativ gekrümmt bezeichnen. Nehmen wir nun unser zweites Teilintervall her, welches f' von 1 sein soll. Hier erhalten wir so dann plus 6, was größer als 0 ist, was bedeutet, dass unsere Funktion hier links gekrümmt ist. Wir haben auch nochmal die Bestätigung, dass es sich bei der Stelle x gleich 0 um eine Wendestelle handelt, da wir einen Übergang im Krümmungsverhalten haben in unserem einen von rechts nach links gekrümmt. Damit hätten wir alles Notwendige bestimmt. Wir haben unsere Hoch- und unsere Tiefpunkte gefunden. Wir haben das Monotonieverhalten in den einzelnen Bereichen festgestellt. Und wir haben untersucht, wo eine Wendestelle folgt. Wir können jetzt die Funktion auch nochmal skizzieren. Zeichnen wir uns mal das Koordinatensystem. Wir wissen auch schon, dass unser Hochpunkt bei einer recht großen Zahl liegt. Das heißt, wir werden eine großzügigere Skalierung auf der y-Achse wählen. Ich werde hier jetzt einfach phi in Zentimeter 5 wählen. Das heißt, 1 cm ist 5 Einheiten wert. Das heißt, bei 1 haben wir 5, bei 2 haben wir 10, bei 3 haben wir 15, bei 4 haben wir 20 und bei 5 haben wir 25. Auf der x-Achse wählen wir ganz normal 1 als Einheit, das ist 1, 2, 3, 4, 5. Mehr werden wir nicht benötigen. Den negativen Bereich benötigen wir auch. Auch hier natürlich sind die 5 Einheiten auf der y-Achse der Fall. Allerdings müssen wir jetzt nicht zu weit gehen. Also noch einmal, wir haben hier 5, hier 10, hier 15, hier 20. Und hier 25 und hier 1, 2, 3, 4 und 5. Und hier minus 5, minus 10 und minus 15. Die andere Richtung müssen wir unser x auch noch einzeichnen. Und hier halt mit minus 1, minus 2 und so weiter. Gut, damit hätten wir mal das Koordinatensystem. Und zeichnen wir nun auch schon, wie wir es gelernt haben, versuchen wir die Funktion nochmal zu skizzieren und zeichnen immer unsere markanten Punkte ein. Wir wissen eben, dass bei minus 2 und 24 ein Hochpunkt vorliegt. Das heißt, machen wir circa bei 4,9, 4,8 und so einen Hochpunkt. Dann wissen wir auch noch, dass bei 2 minus 8 ein Tiefpunkt vorliegt.
geben wir also bis zu 1,8 minus 1,8. Damit hätten wir mal die Hoch- und die Tiefpunkte. Dann wissen wir auch noch, wo circa eine Wendestelle ist, das heißt eine Stelle, wo der Abfall am stärksten sein muss. Dies wird circa bei 8, also versuchen wir diese 8 auch möglichst genau zu treffen. Circa hier ist der Wendepunkt. Das heißt, wir haben die Hoch-, die Tiefpunkte sowie die Wendepunkte. Auch wissen wir das Monotonieverhalten vor dem Hochpunkt, welches natürlich monoton steigend ist. Wir könnten auch noch zusätzlich die Nullstellen berechnen, auf was ich jetzt verzichte. Jedenfalls ist kurz vor minus 4 eine Nullstelle, wenn ihr das nachrechnen wollt. Dann versuchen wir unseren Tiefpunkt zu erwischen, durch unseren Wendepunkt durch, idealerweise. Und am Schluss ist die Funktion wieder monoton steigend, das heißt, sie bricht wieder weg nach oben. Und so sieht dann circa unsere Funktion aus. Hochpunkt, das wäre jetzt nicht ganz ideal erwischt, aber es ist ungefähr eine Idee, wie die Funktion aussieht. Gut, damit hätten wir alle Punkte erledigt. Wir haben auch die Funktion jetzt noch skizziert. Ich hoffe, dass dieses Video euch nochmals dabei geholfen hat, zu verstehen, wie man die einzelnen Dinge berechnet und wie man dabei vorgehen muss. Ich hoffe, es war lehrreich und dass wir uns im nächsten Video wiederhören. Bis dann!